إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Liebe Geschwister in Islam, ich bedanke mich bei Allah Azza wa Jalla. Alles Lob gebührt Allah Subhanahu wa Ta'ala, der mir das ermöglicht hat, dass ich heute Abend hier in Karlsruhe zu euch einen Vortrag machen kann. Und auch möchte ich mich bei dieser Verein, die sehr aktiv in der Dawa in dieser Region sind, bedanken, dass sie mich hier eingeladen haben, dass sie mir diese Möglichkeit gegeben haben, dass ich vor euch sprechen kann über Allahs Religion. Möge Allah Azza wa Jalla die Brüder, die das organisiert haben, den Vorstand und seine Mithelfer, die Mitglieder, viel belohnen und ihnen in der Zukunft auch solche schöne Aktivitäten weiter ermöglichen. Auch möchte ich mich bei euch bedanken, dass ihr hier in diese Uhrzeit am Wochenende Zeit genommen habt, hier zu kommen, um eure Religion, Islam, richtig zu lernen und darüber mehr Wissen zu holen, damit ihr das richtig praktizieren könnt und auch natürlich, dass ihr dann von hier rausgeht, dass ihr mehr Wissen habt, dass ihr diese Wissen auch den anderen Menschen übermittelt, die leider um diese Uhrzeit in Dunkelheit spazieren und nicht den geraden Weg kennen. Deshalb möge Allah Azza wa Jalla diese Sitzung zu einer Sitzung umwandeln, wo am Ende unsere Sünden vergeben worden sind und uns mit den höchsten Stufen des Paradies belohnt, mit Firdaus al-A'la. Liebe Geschwister, das Thema war Kam tazinu indallah. Das war der Überschrift, was wir auf der Seite Einladung zum Paradies auch angekündigt hatten. Wie schwer bist du bei Allah subhanahu wa ta'ala? Wie schwer bist du bei Allah azza wa jalla? Ohne Zweifel, du besitzt das wertvollste Kapital und das ist dein Leben. Und von diesem Kapital, jede Minute, das vergangen ist, ist von deinem Kapital weggegangen. Und dieses Leben wird entweder für dich sein oder gegen dich sein. Dieses Leben, was du hast, Al-Hayat, dieses Leben wird dich entweder am Ende ins Paradies führen oder am Ende, wal-i'adhu billah, in die Hölle. Die Leute, die das Leben geschafft haben, ins Paradies zu führen, werden Allahs Wohlgefallen erreichen und er wird versorgt im ewigen Leben in der Paradies. Und die Leute, die das Leben nicht ausgenutzt haben und gelebt haben, ohne ein Ziel, ohne Anbetung zu Allah subhanahu wa ta'ala, werden am jüngsten Tag den Ghadab, den Zorn von Allah subhanahu wa ta'ala erreichen und durch dieses Zorn von Allah azza wa jalla werden sie in die Hölle gehen. Wal-i'adhu billah. Deshalb, liebe Brüder, lache nicht eine Stunde in dieser Welt, wo du wirst ewig weinen, sondern weine eine Stunde in dieser Welt und lasse ewig lachen. Denn die Leute, die in dieser Welt sich amüsieren, werden am jüngsten Tag von dieser Amüsieren nichts bekommen. Und die Leute, die in dieser Welt schwer hatten und für Allahs Sachen ihre Lüste, ihre Hawa kontrolliert haben und zum Allahs Befehl untersetzt haben, sie werden zwar in dieser Welt ein bisschen schwer haben, werden nicht lachen können, wie die anderen lachen und feiern, aber dafür werden sie für diese eine Stunde Tränen, was sie hatten, Leid, werden sie ewig lachen und in Versorgung sein. Deswegen wird dieses Leben am Ende ein Leben sein, wo der Mensch einige wünschen werden, dass er wäre eine Erde, dass er zu einem Staub umgewandelt wird. Wie im Koran und Kerim erzählt wird, wenn den Ungläubigen ihre Taten gezeigt werden, was sie mit ihren eigenen Händen gemacht haben, werden sie sagen, ja leitani kuntu turaba, oh, wäre ich doch lieber eine Staub gewesen, eine Erde umgewandelt, statt an diesem Tag, diesem gewaltigen Tag, zu stehen und Rechenschaft zu geben. Deswegen sagt Allah Azza wa Jalla, verspricht uns zu den Männern und zu den Frauen, die gläubig sind und gute Werke richten in dieser Welt, dass sie werden in diesem Welt
ein Leben haben, was für sie gemütlich ist, das heißt Glückseligkeit vorhanden ist, und dass sie auch am jüngsten Tag zu den Leuten sind, die belohnt werden. Deswegen, liebe Brüder, der glücklichste Mensch wird derjenige sein, der geschafft hat, der wirklich geschafft hat, zu denken, warum er erschaffen worden ist und was das Ziel von diesem Leben ist, und dass er versucht, diesen Weg einzugehen, und dabei Allahs Wohlgefallen zu erreichen. Deswegen, liebe Geschwister, dieses Leben, was du besitzt, entweder ruf zu Allah subhanahu wa ta'ala, oder dieses Leben ruf zu deinen Gelüsten. Jedes Mal, wenn du Allah nicht gehorchst, hast du das Gegenteil gemacht, und das ist deine Lüste folgen. Das heißt, das Gegenteil von Koran ist deine Lüste folgen. Jemand, der den Koran nicht befolgt, jemand, der die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht befolgt, der befolgt seine Lüste. Das Gegenteil von Befolgung des Islams sind Befolgen seiner Lüste. Und das ist vielartig. Und alle diese Gelüste führen zu ihm, zum Verderben in dieser Welt, Unglücklichkeit und am Ende ewige Strafe, was Qual und Folter und Schmerz sein wird. Deswegen, liebe Brüder, jeder von uns muss diese Frage sich stellen können. Jeder muss von uns diese Frage stellen können: Wie viel habe ich für Allah Azza wa Jalla was getan? Welchen Wert habe ich bei Allah Azza wa Jalla? Habe ich einen Wert bei Allah Azza wa Jalla? Und wir sagen, ja, du hast einen Wert bei Allah Azza wa Jalla, was wir später erwähnen werden. Aber wo ist in deinem Leben Allah subhanahu wa ta'ala? Wie viel, wenn du lachst, wenn du was unternimmst, wie viel gedenkst du dabei, ob diese Freude für Allah ist, ob Allah subhanahu wa ta'ala mit diesem Verhalten zufrieden wird oder nicht? Wie oft überlegst du dir das? Egal, wenn du eine Tat tust, eine Amel, sei es groß oder klein, fragst du jedes Mal diese Frage zu dir: Ist Allah subhanahu wa ta'ala mit diesem Tat zufrieden? Wird er zufrieden sein? Und wenn du eine Sache machst, wo du Freude hast, wo du dich vergnügst, frag in dem Moment zu dir: Allah schaut mich jetzt an. Ist er mit meinem Zustand, was ich jetzt bin, zufrieden? Wenn nicht, für wem lebst du dann, ja, Achim? Wenn Allah Azza wa Jalla, wenn du selber sagst, nein, mit diesem Zustand, wie ich jetzt bin, ist Allah Azza wa Jalla nicht zufrieden, dann ich frage dir, lieber Bruder, was tust du dann? Wo bist du dann mit Allah Azza wa Jalla? Wie viel ist in deinem Leben Allah subhanahu wa ta'ala hat Anteil? Wie viel hat er in deinem Leben Anteil? Das musst du dir mal fragen. Allah Azza wa Jalla hat dir diesen ganzen Körper gegeben. Diesen ganzen Körper hat Allah Azza wa Jalla erschaffen. وَالَّذِي أَنْشَأَكُمْ Er ist derjenige, der euch erschaffen hat. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْأَفْئِدَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ Der heißt, der euch erschaffen hat, der hat euch Gehör gegeben, Auge gegeben und Herz gegeben. Aber wie wenig seid ihr dankbar? Wallah, es gibt Ärzte in Medizin, Kardiologen, die sagen, wenn im Herz gibt es eine Substanz, wenn nur 1% wenig ist oder 1% zu viel ist, würde der Mensch sofort sterben. Subhanallah. Eine Substanz, was wenn 1% mehr ist oder weniger ist, würde der Mensch sofort sterben. Bist du dafür dankbar? Bist du dafür dankbar, dass Allah Azza wa Jalla dir diese Gaben alles gegeben hat? Deswegen, wenn du dich vergnügst, wenn du eine Tat tust, wie oft fragst du dir, dass du bist bei Allah Azza wa Jalla in diesem Zustand zufrieden oder nicht? Hast du seine Wohlgefallen erreicht oder nicht? Deswegen haben wir gesagt, unsere Frage ist: Kam tazinu inda Allah? Wie viel wiegst du bei Allah Azza wa Jalla? Wird überliefert von Nabi sallallahu alaihi wa sallam, was in Silsilatul Ahadith al-Sahiha von Sheikh Nasruddin Albani rahimahullah alaihi erwähnt wird im Hadith, dass der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam zu Abu Zer radiallahu anhu gesagt hat: Ja, Abu Zer, als ich in Mekka war, sind zwei Engel gekommen. Hört richtig zu. Zwei Engel sind gekommen. Ein Engel ist zwischen Himmel und Erde
stehen geblieben, das heißt in dem Luft zwischen Erde und Himmel hat er schweben lassen. Und der andere ist bis zu mir gekommen. Dann der Engel, der auf der Erde war, hat zu dem Engel, der zwischen Himmel und Erde stand, hat gesagt, ist das dieser Mann? Ist das dieser Mann, den wir suchten? Und der andere Engel hat gesagt, ja, das ist dieser Mann. Daraufhin sagt Alayhi Salatu Wassalam, der Engel hat mich genommen, und hat mich auf eine Waage hingestellt. Und auf die andere Seite hat er einen anderen Mann gebracht. Und daraufhin gewogen und ich bin schwerer gekommen. Daraufhin hat er 10 Männer genommen und hat auf die Waage Schale hingetan und mich mit diesen 10 gewogen und ich bin schwerer gekommen. Daraufhin hat er 100 Männer genommen und hat mich mit diesen 100 gewogen und ich bin schwerer gekommen. Daraufhin der Engel hat den Waageschale vergrößert und hat 1000 Männer genommen und hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam gewogen. Und daraufhin bin ich wieder schwerer gekommen. Daraufhin der Engel, der zwischen Himmel und Erde war, hat gesagt, wenn du ihm wiegen würdest, mit der ganzen Menschheit, er wird schwerer wiegen. Wenn du ihn wiegen würdest, mit der Umma, er würde schwerer wiegen. Was hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam schwieriger gemacht? Hat er viel Fleisch gehabt? Viel Knochen? Hat er viel Muskel gehabt? Wie ist er schwerer bei Allah azza wa jalla? Und du wirst auch gewogen von 2 Engeln, lieber Bruder. Du wirst gewogen. Du wirst angeschaut, wie viel du Kraft hast. Aber welche Kraft? Ohne Zweifel. Diese Sache, was den Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam stark gemacht hat, war eigentlich nur eine Sache und das war seine Iman, seine Glaube an Allah subhanahu wa ta'ala, seine Yaqin, seine Überzeugung. Das, was Allah azza wa jalla sagt, ist die Wahrheit und wird stattfinden und hat stattgefunden. Und dass der Tod wird kommen, ob wir es wünschen oder nicht. Und nach dem Tod wird die Auferstehung geben. Und jede kleine Sache und große Sache wird uns gefragt, was wir getan haben. Deswegen, liebe Geschwister in Islam, wir müssen uns diese Frage stellen. Wenn mich die Engel wiegen würden, wie viel werde ich schwer kommen? Meine Taten. Welche Taten habe ich bei Allah azza wa jalla? Ist eine wichtige Sache. Der Koran warnt uns vor Feuer. Höllenfeuer. Wisst ihr, warum der Koran warnt die Menschen von Höllenfeuer? Wieso warnt er nicht mit Peitsche oder mit Pistole oder mit anderen Sachen, sondern warnt die Menschen mit Feuer? Weil das Feuer ist das einzige Sache, was den schlafenden Mensch wach kriegt. Feuer kriegt jeden schlafenden Mensch wach. Welchen schlafenden Mensch? Der seinen Verstand zum Einschlafen gegeben hat. Der denkt nicht, der lebt, aber er fühlt nichts, er sieht nichts. Er weiß nicht, warum er existiert. Deswegen, Allah azza wa jalla hat die Menschen mit Feuer ermahnt. Mit Höllenfeuer. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagt, in einem Hadith, wo er einmal in Fajr kam, und hat gesagt, ich werde an meiner Stelle jemanden hier nehmen, und werde dann Feuer nehmen, und bestimmte Häuser anzünden, die nicht zum Fajr-Gebet in die Moschee kommen. Aber mich hindert nur, weil da drin in den Häusern wohnen Frauen und Kinder, die unschuldig sind, die nicht verpflichtet sind, in die Moschee zu kommen. Das heißt, der Islam warnt die Menschen mit Feuer, weil das Feuer ist die beste Medizin, um schlafende Gehirne wach zu kriegen. Wach auf, wenn du siehst ein Feuer, würdest du wegschauen? Du bewegst dich sofort, du handelst. Deswegen die Sahaba, als sie Jahannam gehört haben, haben sie das verstanden, als ob sie den Feuer sehen würden, haben sie sich von den Sünden so entfernt. Und wir wissen, dass der Brennholz von Feuer, wir werden, die Menschen werden Brennholz. Es gibt kein anderes Brennholz, außer den Menschen und den Steinen. Deswegen, wie kann der Mensch, der weiß, dass er wird Brennholz werden, Yawm al-Qiyam, ewig, und es gibt keinen Ausgang, kein Entkommen, dass er dort Richtung diese Richtung geht. Das ist doch komisch. Das ist wirklich sehr komisch. Warum, liebe Brüder? Weil, subhanallah, ja, wir sehen immer im Fernsehen, auch in der Umgebung, in den Nachrichten, gibt es Menschen, der ist pleite gegangen.
Was tut er? Er weint. Er ist in Depressionen. Aber der Mensch macht keine Depressionen und weint nicht, weil er verliert sein Paradies. Subhanallah, du verlierst dein Paradies und für dich ist das locker einfach. Du verlierst 1000 Euro und du meckerst und weinst wochenlang, wenn dein Geschäft nicht erfolgreich ist. Sogar gibt es Menschen, die haben Selbstmord gemacht und haben sich wegen seinem Geschäft, was ruiniert ist, hat er sich getötet, aber er hat nicht überlegt für sein ewiges Leben. Wenn wir vergleichen das ewige Leben, Jannah, mit diesem Welt, dann ist diese Welt kein wertvoll Sache. Warum? Weil es nicht ewig ist. Das Einfachste. Auch wenn du hier die ganze Gold hättest, wenn das nicht ewig für dich ist, dann hat das keinen Wert. Wenn das eine Zeit kommt, was du wirst getrennt von diesen Sachen. Von diesen Vergnügen, was du hast, wirst du getrennt. Aber dort wartet dich eine Sache, was für Ewigkeit ist. Wo du wirst nie getrennt. Und du wirst nur von Glückseligkeit zu einem anderen Glückseligkeit kommen. Von Versorgung zu einer besseren Versorgung. Deswegen, liebe Brüder, wie kann sein, dass jemand wegen sein Geld sich so viel in Stress und Ärger und Kummer kommt und sorgt, aber glaubt nicht und denkt nicht nach seinem ewigen Leben, was er verpasst. Eine Sache, dieses Leben, sobald es an deiner Kehle ist und deine Seele rauskommt, dann ist alles vorbei. Dann nützt auch nicht mehr das Weinen und die Reue. Deswegen das meiste, was die Menschen, wenn sie sterben, sagen werden zu dem Malakul Maut, fast alle werden das sagen. Die werden sagen, oh Allah, lass mich zurückkehren. Oh Allah, lass mich zurückkehren. Jeder wird sich wünschen, wenn der Tod kommt, zurückkehren zu können. Warum? Damit er mehr tanzen kann? Damit er mehr Häuser bauen kann? Damit er weiter seine Geschäfte machen kann? Nein. Damit er hofft, eine gute Tat zu machen. Nur eine Tat zu machen, die ihm vielleicht retten wird. Subhanallah. Deswegen gibt es Menschen, der ist im Schlaf jetzt, im Traum. Dunya ist wie ein Traum. Und das Erwachen wird am Akhir sein. Du bist jetzt in einem Traum. Du denkst, das wird immer so bleiben. Nein, ja, es wird ein Erwachen geben. Ein böses Erwachen wird geben für die Leute, die diese Zeichen Allahs ignoriert haben, die Zeichen von Allah subhanahu wa ta'ala nicht ernst genommen haben, verleugnet haben, Wallahi, auf die wird ein böses Erwachen geben. Und dann wird am jüngsten Tag für die gefragt, was sie getagt haben. Und der Traumerklärung, jeder Traum hat eine Deutung, habt ihr bestimmt gehört. Jemand träumt und dann geht er zu einem Gelehrten und der Gelehrte erklärt ihm seinen Traum. Und genauso Yawm al-Hisab ist das Tafsir von diesem Traum in Dunya. Wenn du wirst mit belohnt, mit Paradies, das war deine Traumdeutung. Was du in dieser Dunya gute Werke gemacht hast, das heißt, hier, das ist dein Tafsir. Und jemand geht in die Hölle, das ist sein Tafsir von seinem Traum, was er in dieser Dunya gemacht hat. Wisst ihr, es gibt Jäger, die gehen auch ins Wald und jagen Tiere. Und früher, die Menschen haben halt vom Jagen gelebt. Und was passiert? Diese Menschen, liebe Geschwister im Islam, sie haben Hund dabei. Was ist dieser Hund? Sie erziehen diesen Hund, dass dieser Hund soll keinen Verrat machen. Dieser Hund soll gehorchen seinem Besitzer. Und er soll die Jagdbeute bringen, ohne das wegzuessen oder zu verstecken. Und der Hund tut das auch, dieser Jagdhund. Er erfüllt das vollkommen, er nimmt das ganze Beute und nimmt nicht mal ein Gramm von diesem Fleisch weg und bringt das zu seinem Besitzer. O du, der den Jagdhund erzogen hat, wieso erziehst du dich selber nicht, dass du deinem Herrn gehorchen sollst? Du erwartest von einem Hund, er soll dich gehorchen, aber du selber willst nicht deinem Herrn gehorchen. Was für ein Widerspruch. Was für ein Widerspruch. Du akzeptierst, dass jeder hat einen Herrn. Du sagst, ein Firma kann einen Besitzer haben. Du sagst, für dich logisch. Ein Familienvater hat einen Vater. Ist logisch. Ein Reicher, ein Land kann einen König führen. Ist logisch. Ein Präsident kann führen. Warum ist es dir nicht logisch, dass die Welt auch einen Besitzer hat? Alles für dich ist logisch, dass alles hat einen, kann einen Besitzer haben. Aber wenn es geht um deine Schöpfer, dann willst du das ignorieren. Und willst du das nicht akzeptieren? Deswegen, liebe Brüder,
Das Feuer kann unsere schlafenden Gehirne nur wach kriegen. Das Feuer, wenn wir das Feuer sehen, dann wird das den Augen, den Verstand wach kriegen und die Wahrheit sehen. Deswegen, es gibt geizige Menschen. Wenn ich frage, wer ist geizig? Das heißt, geizig sind die Leute, dass er niemandem anderen was abgeben möchte. Das sind geizige Menschen. Und wisst ihr, welche sind die schlimmsten geizigen Menschen? Die schlimmsten geizigen Menschen sind die Leute, liebe Geschwister in Islam, die sich sogar selbst geizig sind, dass der Körper ins Paradies gehen soll. Subhanallah, er ist zu sich selbst geizig, dass er ins Paradies gehen soll. Das heißt, er sieht für sich sogar das Paradies zu teuer und verbietet das und will das nicht gönnen, sich selber. Deswegen, Allah hat uns jeden ein Preisschild gegeben. Jeder von uns hat einen Preis. Allah, wenn du gehst auf Schaufenster, du siehst die Ware, da steht immer Preise drauf, Etikettpreise. Genauso hat Allah dir einen Preis geschrieben. Und das ist das Paradies, Al-Jannah, höchste Belohnung, Paradies. Was tust du? Du nimmst diesen Preisschild und machst Rabattermäßigung. Gehst zum Sommerschlussverkauf und ersetzt du das mit einem Wert, losen Sache. Subhanallah, Allah hat dir einen Wert gegeben. Ein Wert. Du hast einen Wert. Und diesen Wert versucht der Mensch durch seine Sünden und durch seine Falschverhalten und seine Sturheit versucht er zu verleugnen. Deswegen, liebe Brüder, keiner von euch soll sich in Sicherheit fühlen. Keiner von euch soll sich in Sicherheit fühlen, wenn er hat Besitz. Ihm geht es gut, ja? Und er macht gleichzeitig Sünde, dass er sich in Sicherheit fühlt. Hört das richtig nochmal. Wer hat Besitz? Wer hat Gesundheit? Und er macht gleichzeitig Sünde, er soll nicht in sich in Sicherheit fühlen. Denn das wurde zu unserem Prophet sallallahu alaihi wasallam gefragt. Ja, Rasulallah, warum haben die Ungläubigen, ja, die Nicht-Muslime, besseren Zustand als wir? Sie machen Sünde und haben besseren weltlichen Leben als wir. Warum? Wisst ihr, was der Gesandte sallallahu alaihi wasallam gesagt hat? Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat denen gesagt, wenn du jemanden siehst, dass es geht ihm gut und er ist in einer Versorgung und macht gleichzeitig Sünde, so wird er einen plötzlichen Schock erleben. Und das sehen wir. Letztens, Lothar Matthäus, habt ihr vielleicht mitbekommen, der hat Karriere, Name, Ruf, Geld und plötzlich die Frau, geht mit einem anderen, erlebt Schock, der ist nur im Tränen jetzt, im Koma. Haben die Fernsehen gezeigt, der ist jetzt im Koma, in Depressionen, guck mal. Er hatte alles gerettet. Er dachte, es wird immer so bleiben. Und das sehen wir auch mit der Wirtschaftskrise. Die ganze Welt hatte gedacht, vor dieser Wirtschaftskrise, keiner kann uns mehr siegen. Und wir haben alles überwältigt und plötzlich kommt der Schock. Und das sagt Allah Azza wa Jalla im Surah An'am. In Surah An'am sagt Allah Azza wa Jalla uns diese Sache. Wenn ihr seht jemanden, den Allah die Tore eröffnet hat, du siehst, er hat nur Versorgung und Gabe und den gibt es sehr gut, er wird den plötzlichen Schock erleben. Dieser plötzliche Schock ist plötzlich, dass die Familie geht kaputt, Körper wird krank, auf einmal Pleite, Krise. Auf einmal eigener Bruder bekämpft ihn, Vater bekämpft ihn und so weiter. Deswegen sei nicht in Sicherheit. Wenn es dir gut geht und du machst Sünde, das heißt, du wirst jeden Moment von Allah Azza wa Jalla bestraft. Und die Bestrafung in dieser Welt ist nicht groß als das, was am Akhirat wartet. Denn in Akhirat, was die Strafe kommt, kann man nicht mehr rückgängig machen und wird sehr, sehr schwer sein. Deswegen, liebe Brüder, die Bewohner, die ins Paradies reingegangen sind, die Leute, die ins Jannah reingekommen sind, und die sind schon im Paradies, wisst ihr, worüber sie am meisten bereuen werden? Die Menschen, die im Paradies sind, werden nur eine Sache bereuen. Subhanallah, der ist in Jannah, sagt Prophet sallallahu alaihi wasallam, Ahlul Jannah, die Bewohner des Paradies, werden nur eine Sache bereuen im Paradies. Sie haben dort Frauen, sie haben Kinder dort, Familie, sie sind nur in Versorgung, ewige Leben, aber trotzdem wird sie eine Sache immer wehtun. Wisst ihr, was das ist, als er gefragt worden ist?
hat der Gesandte sallallahu alaihi wasallam gesagt, sie werden bereuen die Zeit, was sie verpasst haben in dieser Welt, ohne Allah zu erwähnen. Sie werden sich jammern und Sorge haben, hätten wir doch noch diese Freizeit, was wir hatten, mehr Allah zu erwähnen. Deswegen in dem Körper, das Einzige, was kein Knochen hat, ist die Zunge. Alle Körperteile sind mit Knochen gebunden, außer der Zunge. Allah Azzawajal hat die Zunge so leicht gemacht, damit man damit gute Taten machen soll. Sagt alaihissalatu wassalam, wer diesen Satz sagt, pflanzt sich eine Palme im Paradies. Jedes Mal, wenn er diesen Wort sagt, er pflanzt sich eine Palme im Paradies. Und die Palme im Paradies ist so groß, dass sein Schatten, wenn ein Reiter mit einem Pferd unter diesem Palme reiten würde, brauchte 100 Jahre lang. Subhanallah. Und du pflanzt diese mit einem Satz, indem du sagst, Subhanallah al-Azim wa bihamdihi. Mit diesem Satz, du hast jetzt eine Palme gepflanzt. Und du kannst jetzt sitzen und du pflanzt, sagst du zu deiner Frau, lass uns jetzt Palmen pflanzen. Im Paradies, 1000 Stück, 2000 Stück, Subhanallah. Aber nein, die Zunge, man hat keinen Knochen, will lieber lästern und will über Brüder schlecht reden und Gerüchte verbreiten und Lügen sprechen und unanständige Sachen aussprechen, aber will nicht eine Palme im Paradies pflanzen. Das braucht man. Diese Sachen braucht man, liebe Brüder. Deswegen, der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, sagt, der Mensch wird es bereuen. Der Mensch wird es bereuen, warum er das nicht gemacht hat. Deswegen musst du immer diese Frage dir stellen. Wie kann ich Allah glücklich machen? Du kannst Allah subhanahu wa ta'ala glücklich machen. Kannst du dir das vorstellen? Allah, der diese ganze Geschöpfe erschaffen hat, so großes, gewaltiges, seine Gewalt ist unvorstellbar. Seine Kraft kann mit nichts verglichen werden. Kann man ihn glücklich machen, subhanallah, du, der so schwach ist. Ein Mensch, von diesem Universum gesehen, nicht mal groß wie eine Ameise, kannst deinen Herrn Allah subhanahu wa ta'ala glücklich machen. Sagt der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, was hat Abu Huraira radiallahu anhu überliefert? Allah azza wa jalla freut sich über die Reue, über die Taube von einem Diener mehr als jemand, der in der Wüste seine Sachen verloren hat und danach, als er seine Hoffnung schon aufgegeben hat, hat er dann seine Sache wieder gefunden. Nachdem er hoffnungslos war, dass er gedacht hat, er wird sterben, plötzlich erfindet seine Proviant und er ist dann plötzlich sehr, sehr glücklich. Und Allah azza wa jalla freut sich noch mehr über wem? Über denjenigen, der bei Allah Reue macht. Deswegen, du kannst Allah Freude schenken. Und wem Allah azza wa jalla Freude tut, Allah wird ihm noch mehr Freude geben. Denn er sagt selber, wer mir nur eine Handbreite kommt, ich werde ihm Ellenbreite kommen. Wer mir zum Gehen kommt, ich werde ihm laufend entgegenkommen. Deswegen, wo sind wir als Muslime? Wo sind wir als Muslime in dieser Sache, wo wir versuchen, diese Taten zu tun? Deswegen, nachdem ich diese Einführung gemacht habe, wie viel wiegst du bei Allah Azza wa Jalla? Wie viel ist dein Wert bei Allah Azza wa Jalla? Nachdem ihr das verstanden habt, werden wir inshallah nach dem Gebet das zweite Teil machen, wo ist die Frage, wie viel bist du wichtig bei Allah Azza wa Jalla? Und weißt du deine Wichtigkeit, wie wichtig du bei deinem Schöpfer bist? Und wie kann man das feststellen? Und wie ist der Erfolg, zu dieser Sache zu kommen? Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.